Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dungeon Siege mit dem Hotfix Mod. Wir gehen jetzt uns von den Krankheitssäubern zum Tempel. Dazu müssen wir nach Westen und dort weiterlaufen. So, ja, dann erkunden wir mal die Gegner ein bisschen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein paar Morten. Oh nein, das ist ein Haku. Mana-Trank trinken. Ja, die Zauber brauchen halt mit höherer Stufe und Level mehr Mana. Darum ist das Mana halt mehr alle. Aber wir können ja noch ein bisschen Skin Mana hinzufügen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir viele Gegner. Intelligenz, waren wir das? Was haben wir Intelligenz bekommen? Oh, das sind recht stark. So. Geschafft. Und jetzt? Hier haben wir Fässer. Ah, hier haben wir einen Gesang. Hat sich doch gelohnt, hier hinzugehen. Gut, ein Gesang. Was ist das für ein Gesang? Kurzer Gesang des Zauberwirkens. Aha, schauen wir mal, was das macht. Ah. Tut Mana regenerieren schneller. Komm mal hier hin. So. Haben die noch genug Leben? Ja. Die sind so extrem stark schon. Eine Tür. Wer da? Geht weg. Okay, gehen wir weg. Vielleicht kommen wir später hier rein. Hier haben wir ein Gebüsch. Fässer. Die Mana-Gebüsche. Nicht Mana-Lebensgebüsche haben wir hier. Und Dero hat auch Intelligenz bekommen. Schauen wir mal, wie viel Intelligenz wir haben. 42 und 41. Wow. So. Und hier haben wir die Dryadenstiefel. Wow. Haben wir schon einen Set-Bonus? Ja, 5 Resistenz gegen Blitze. Und jetzt? Haben wir 6 Rüstung und 8 Resistenz gegen Blitze. Wow. Gesundheitsregeneration. Es fehlt uns nur noch der Helm von diesem Set. Sehr schön. Gut, hier haben wir nochmals einen Geist. Bravo. Jetzt haben wir schon 3 Set von 4. Also 3 Set-Teile von 4. Vom Dryaden-Set. Sehr schön. Freut mich sehr. Und hier haben wir noch ein Pult. Kurzer Gesang der Magier Gesundheit. Funkenschlag, kleiner Eisblock. Okay. Gut, können wir schon mal weitergehen und bekommen bald ein Level Up. Lieber. So.
haben wir scheinbar nichts, ne? Auf der Karte ist auch nichts zu sehen. Ein blauer Punkt ist hier, aber das scheint irgendwas zu sein. Well, Stranger, it seems that you've been granted your freedom. You may pass. Nun, Fremdling, wie es scheint, seid ihr jetzt frei. Ihr könnt durch. Ich suche den Elbenschein. Ist dies der Weg dorthin? Ja, ja. Okay, wir gehen zum Schrein. Gut. Hier haben wir ein Schild. Aha. Noch ein Gesang. Der Kämpfer Gesundheit, gut. Der hat Stärke bekommen. Ah, der kämpft dort hinten. Ich suchte gerade den Raptoren von mir. So, haben wir hier noch etwas? Scheinbar nicht. Okay. Dann warten wir noch kurz, bis wir auch Level Up sind. So, da können wir nochmals staten. Also skillen, eher gesagt. Oder fertigkeitisieren, oder wie man dem sagt. Oder einfach Fertigkeiten ausgeben. Ja, man könnte hier noch Mana-Preis für Zauber runter machen, aber nein, das bringt uns nicht viel. Wir sollten dann bald mal ein bisschen Kampfmagie trainieren, aber erst, wenn wir die Ding haben, die Rhinox. Einen Droidenstab mit Kampfmagie-Schatten bringt uns nicht viel. Komm, du musst mitkommen und auch angreifen. Oh, hier ist ein Ding. Gorak Erstgeborene. Mana-Trank trinken und jetzt haben wir ihn getötet. Was ist das? Eine Wurfaxt. Okay. Hier? Ja, hier hinten haben wir noch ein paar Kisten, Fässer. So. Hier können wir noch ein paar gewinnen. Gut. So, angreifen. Ja, bald brauchen wir wahrscheinlich noch einen besseren Angriffszauber. Aber wir müssen eben leveln. Oh Gott, ist der stark. Aber er ist tot. Haha. So. Ja, weiter geht's. Und hier ist auch schon der Stern. Sehr schön. Also ist hier der Elbenschrein. So, gehen wir mal noch kurz hinten durch. So, hier haben wir Fässer. Gut. Hm.
jetzt? Gibt es hier irgendwelche Schalter? Ich weiß es nicht mehr. Sieht man eigentlich auf der Map. Sie hat einen blauen Punkt. Wieso hat sie einen blauen Punkt bei sich? Ist das ein Fehler? Keine Ahnung. So, ihr habt eine neue Aufgabe bei Pest erhalten. Und jetzt muss man gut schauen. Hier hat es nämlich ein paar Verstecke. Gut versteckte Verstecke. Ich schaue immer wieder auf die Map. Wenn ich mal stoppe, schaue ich gerade auf der Map. So, den können wir ja nicht kaputt machen, weil wir keine Fernkämpfe haben. Ah, nicht die falschen Tränke trinken. So. Hier haben wir nichts. Gut, dann geht es weiter. Und hier haben wir den Schalter. Seht ihr ihn? Auf der Minimap sieht man es übrigens auch. Da ist dann dieser wunderbare blaue Punkt. Und der ist hier. Machen wir mal den Schalter an. Ah. Hier haben wir das erste Rätsel, das überhaupt kein Rätsel eigentlich ist. Aber später werdet ihr die gleichen Rätsel wiederfinden. Mit den Farben. Also hier haben wir zum Beispiel grüne Würfel des Lebens. Jetzt haben wir einen. Und jetzt setzen wir ihn hier rein. Und was passiert? Hier hat sich das Eisenteil runtergetan und wir haben einen Schalter entdeckt. Damit können wir runtergehen. Und jetzt, ich will nochmals kurz nach oben, wir haben es vergessen. Genau. Ein Wurfmesser. So, und hier müssen wir den gelben mitnehmen und ihn wohin setzen. Ah, jetzt noch ein Schalter. Der fehlt uns hier drüben. Legen wir ihn rein und nehmen gleich zwei von denen mit. Haben wir jetzt drei? Ja, zwei reichen. Weil es gibt zwei Tore von denen, das weiß ich noch. Jetzt müssen wir wo? Hier? Ja. So, hier haben wir eine Truhe. Mit einem Goldamulett, sehr schön. Und hier können wir nichts machen. Aha. Dann nehmen wir auch zwei mit. Und jetzt hier. Und jetzt sollten die zwei anderen noch hier irgendwo einsetzbar. Ja, genau. Genau deshalb habe ich zwei mitgenommen. Aber zuerst den gelben. Ah, wir haben keinen gelben mehr. Okay, da müssen wir doch noch oben. Ich wusste gar nicht, dass wir einen gelben auch brauchen. Also, nochmals ein gelber mitnehmen. Die sind nicht hier. Nochmals eins nach oben. Gott, oh Gott. Gelbe Würfel. Gelbe Würfel. Nein, das ist ein grüner Würfel. Wo sind die gelben? Ich will kein grüner. Mac. Ah, hier sind ja die gelben. Oh Gott. Ich war blind. Ich habe nicht hingeschaut. Ich will sehen. Gott, oh Gott. So, machen wir das Rätsel fertig jetzt. Blapp. Blapp. Und blapp. Und jetzt können wir wieder nach oben. So, was bekommen wir? Einen verlorenen Saphir der Elfen für die Quest, die wir bei der Penthandlung angenommen haben. Oder nicht angenommen haben. Weil wir ja nicht konnten. Weil wir noch gefangen waren.
und sie da nicht abgeholt haben, aber egal. Zorn des Bären haben wir hier noch. Gut, jetzt sind wir wieder hier. So, haben wir noch überflüssiges Zeugs? Nein. Den Funkenschlag könnte ich noch aufbewahren. So. Also, das Bier runterlegen. Gut. Dann machen wir weiter. Oh, hier haben wir besonders viele. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, sie ist tot. Naja. Ja, der macht sehr viel Schaden. Oh, der hat ihn getötet. Nicht gut. Aber wir haben ihn getötet. Ja, die sind natürlich viel, viel stärker als die normalen Gegner. Kann schon mal passieren, dass sie bewusstlos wird. Aber ja, ist nicht so gut. Hier haben wir einen kleinen Eisblock-Zauber. So. Ein verzauberter guter Zauberbuch. Ja, der macht gar nichts. Können wir verkaufen. So, hier haben wir nichts. Keinen Schalter. Okay, da können wir hier mal reingehen. Oh, ganz viele. Nicht gut. Gar nicht gut. Ein Elfenbeindorn. Komm mal hier hin. So, wir müssen die Haku töten. Oh Gott, ja, die sind sehr stark. Oh Gott. So, haben wir das geschafft. Prima. Gewebte Stiefel. Mhm. Hier haben wir nichts. Nein. Wo sind die anderen Geheimgänge? Ich dachte, es gibt mehrere. Ah, hier haben wir wenigstens Naturmagie-Ding. Können wir noch etwas Gutes rausnehmen? Einen Ritualstab. Oh, aber Kampfmagie. Ja, Naturmagie ist auch drauf. Gut. Naturmagie. Schaden. So, die Elfenbeindornen, die geben 6 physische Schaden. Dornenschaden. Gut. Dann haben wir hier noch etwas. So. Sehr schön. Ein Zauberregal. Mit Raptor und Rhinox. Sehr schön, jetzt haben wir 2 Rhinox-Zauber. Wo sind der Rhinox? Hier. Und wenn wir dann Level 11 haben, können wir dann die benutzen, die Rhinox. Sehr schön. Schaffen wir das noch? Ja, wir schaffen das noch in diesem Part. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein starker Gegner. Hier war nichts mehr. Scheinbar, nein. Ja, 3 starke Gegner. Oh Gott. Schaffen wir das irgendwie? Ein Signal geht mir, töten mal. Sehr schön. Oh Gott, die Pets sind down. Komm, beschwör ihn. Ah, der lebt noch dort hinten. Nein, nicht töten. Lass sie in Ruhe. Oh Gott.
Oh, und wir haben ein seltenes Item gefunden. Ein einzigartiges Item, meine ich. So. Und wir haben den Schutz gebrochen. Funkenschlag, Kienspann. So. Haben wir irgendwo einen versteckten Namen? Nö. Dann schauen wir mal einen Taschenspieler. Plus 10% Chance, magischen Gegenstände finden für Magie, Kampfmagie. Sehr schön. Gut, dann gehen wir weiter. Haben wir hier noch etwas? Nein, auf der Karte ist nichts zu sehen. Eine Windsteinfestung. Errüstung, meine ich. Festung, ja, Windstein. Fester Windstein. Klar. Ich habe kein Mana. So. Hier haben wir auch nichts Gescheites auf der Karte. Dann gehen wir mal weiter. Das ist der Brunnen. Hier kann man dann das Zeugs. So. Und yeah. Aber wir haben viel zu wenig Wasser, um andere auch noch zu heilen. Deshalb ja, ist es halt nicht so geglückt, aber das werden wir dann erfahren. Und jetzt? Okay, bekommen wir wahrscheinlich doch nicht in diesem Part noch ein Ding über ein Level. Dann sehen wir das im nächsten Part. Und hier haben wir ein Portal übrigens. Hier haben wir auch nichts. Nö. Gehen wir zurück. Stadt Eirulon, sehr schön. Und jetzt tun wir mal die Sachen rein, die wir hier da gefunden haben. Die Mütze. So, dann können wir die Kampfmagie auch hintun. Und das auch. So, ich wollte noch ein Ding hier geben. So, ein Wiederbeleben. Schriftrolle. Und gut, dann werden wir weitergehen. Das machen wir nachher im nächsten Part. Wir gehen jetzt hier nach oben zur Tar. Ja, ja. Gut, jetzt müssen wir hier reingehen, gut. Hallo, Tar. Dr. Basler, ihr seid's bei lebendigem Leibe. Wie ist dies möglich? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr könnt es mir verraten. Und die Wasser haben euch geheilt, wenn du es sagst. Wie fühlt es sich das Trinken an? Wie schmecken die Wasser? Ich fühle mich kaum anders als zuvor. Das Wasser war jedoch sehr süß, beinahe wie Elbenmet. Dann seid ihr nun, die Elbenwasser haben eure Hoffnung nicht betrogen und ihr habt auch uns gerettet. So viele Dryaden leben in der Exilkolonie. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Die Quelle war so gut wie versiegt.
Das darf nicht sein. Dutzende erkrankte Schwestern leben im Exil. Vielleicht füllt sich das Becken ja wieder ab. Das Wasser rann so langsam, dass ein einziges Fläschchen Wochen dauern würde. Das ist nicht rasch genug, um die Krankheit zu retten. Die Kranken zu retten. Der Heilung zum Greifen nah und doch war alles vergebens. Das Schicksal spielt uns bitter mit. Noch ein paar Tropfen sind in der Flasche. Wir müssen das Wasser in der Exilkolonie verteilen. Eifolk liegt mir am Herzen, aber ich habe Heimweh. Mein einziger Wunsch ist, in meinen Heimatort Amonlu zurückzukehren. Die Exilanten haben euch nie ein Leid getan, jetzt brauchen sie euch. Stellt euch ihr Leid vor, ihr könnt nicht einfach zusehen, wie sie sterben, oder? Ich gebe euch mein Fläschchen mit Elbenwasser, ihr könnt frei darüber verfügen. Diese Söldner leben an fremden Gestalten, das ist nichts mehr für mich. Aber beide Ziele sind auf diesem derselben Weg. Ihr könnt die Insel nur über das Portal am gegenüberliegenden Ufer verlassen. Geht zum Südtor hinaus und dann durch den südlichen Dschungel zur Exilkolonie. Geht bis zu den Kytraia-Höhlen und durch sie hindurch. Es wäre hilfreich, einen Ortskundigen dabei zu haben. Ja, hier können wir schauen. Aquatisch ausweichen, Naturbündnis, Schwerkraftstein. So, jetzt haben wir sie dabei. Sie hat hier zum Beispiel einen Ritualstab. Aber wir haben doch einen besseren. Nimm du den mit. So, was haben wir hier? Kleines Erdzittern. Dann verwendest du das mal. Den auch. Den Raptor beschwörst du. Verwandeln. Bodenliegende Gegenstände, die Gold brauchen wir nicht. Kleines Widerlecken, Zorn des Bären. Nein. Lieber idische Umarmung brauchen wir bei ihr auch nicht. Das könntest du nehmen. So, haben wir noch etwas für sie? Zum Beispiel dieses Amulett, die Schuhe und sonst. Die Schuhe könntest du eher nehmen. Wir haben Intelligenz drauf. So. Also, dann sehen wir nächstes Mal, wie wir sie ein bisschen leveln und so weiter. Und jetzt haben wir schon 3x3, also 3 Ding, Gefährten und 3 Pets. Und ja. Was sie das nächste Mal zum Beispiel, wie wir dann die Rhinox verwenden, wie die aussehen und alles mögliche, erfahrt ihr dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langwierig mit dem Erzählen. Aber ja. Und eventuell müssen wir dann noch ein bisschen trainieren, dann werde ich nochmals durchreißen. Aber ja, eigentlich könnte ich das, muss ich das nicht aufnehmen. Ich laufe einfach nochmal durch. Und dann sehen wir uns wieder, aber zuerst fange ich den anderen Part an. So. Und jetzt machen wir hier alles dort rein. Und ja. Wie könnte man Pets töten? Dazu brauchen wir die 2. Also wundersame Erneuerung noch. Aha. Okay. Also. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.